Rosi Leuschner, 36 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier Kinder. Rosi Leuschner, im Halbleiterwerk Frankfurt-Oder arbeitet sie als Messkraft in der Abteilung Endkontrolle. Sie arbeitet ebenfalls im Frankfurter Halbleiterwerk. Katharina Trampe, 54 Jahre alt, verheiratet, Mutter und Großmutter, Kontrollkraft in der Abteilung Endkontrolle. Für Katharina Trampe als auch Rosi Leuschner setzten gesundheitliche Beeinträchtigungen Zäsuren im Leben. Blicken wir zurück. Poliklinik des Halbleiterwerkes Frankfurt-Oder. Untersucht wird Rosi Leuschner, behandelnde Ärztin Frau Dr. May. Sie ist die Leiterin der Betriebspoliklinik. Ja, günstiger alles durchführen können. Ja, also wenn ich aufstehe und ich dann in Gang komme, ja, ist es eben besonders, habe ich besondere Anlaufschwierigkeiten. Ja, Kopfschmerzen. Mitunter auch Kopfschmerzen, ja. Und beim Tragen, wie sieht es da aus? Ja, und wenn ich dann auf Arbeit bin und meinetwegen 2-3 Stunden schon hintereinander getragen habe, dann ist es manchmal wirklich sehr schlimm. Diese Art von Untersuchungen finden regelmäßig statt. Denn Frau Leuschner arbeitet in der Verpackungsabteilung des Halbleiterwerkes. Ein Arbeitsplatz, der mit körperlich schwerer Belastung verbunden ist und somit nach dem Arbeitsgesetzbuch untersuchungspflichtig. Bei dieser 2 Jahre zurückliegenden Untersuchung klagt Rosi Leuschner über heftige Rückenschmerzen. Diese Schmerzen, so die Patienten, hätten sich ganz plötzlich vor einigen Wochen eingestellt. Auch Frau Dr. May, sie kennt Frau Leuschner von vielen Untersuchungen, ist überrascht über diese Symptome. Die Ärztin erinnert sich an Untersuchung und Diagnose. Dass Frau Leuschner doch sehr erhebliche Beschwerden angab. Wir konnten das auch im Röntgenbild nachweisen und mussten sie selbstverständlich von ihrem alten Arbeitsplatz herausnehmen. Es fiel Frau Leuschner sehr schwer, aber ich möchte sagen, dass wir eine neue Tätigkeit für sie gefunden haben, die sie voll erfüllt, die keinerlei Niveauabbruch zu ihrer alten Tätigkeit ist. Und insgesamt sind alle Beteiligten doch recht froh darüber. Augenuntersuchung, ebenfalls Poliklinik des Halbleiterwerkes. Die Spezifik dieses Betriebes macht eine Reihe optisch intensiver Arbeitsplätze am Mikroskop erforderlich. Deshalb legten staatliche und gewerkschaftliche Leitungen sowie Betriebsgesundheitswesen ein entsprechendes Untersuchungssystem für derart Beschäftigte fest. Verankert im BKV des Frankfurter Betriebes. Und so unterziehen sich diese Beschäftigten alle 2 Jahre einer Untersuchung bei Herrn Dr. Buch. Er ist Facharzt für Augenkrankheiten in der Poliklinik des Halbleiterwerkes. Mit ein paar Tropfen, in einer Salbe, das schnell wieder abgeheilt sein. Zu einer solchen betrieblich geregelten Untersuchung ging auch Katharina Trampe. Diese Visite liegt 3 Jahre zurück. Für Frau Trampe war diese Untersuchung nicht die erste ihrer Art, denn schon seit Jahren arbeitete sie an einem Mikroskoparbeitsplatz. Niemals hatte es bei vorangegangenen Augenuntersuchungen Bedenken hinsichtlich des Sehvermögens Katharina Trampes gegeben. Aber diese Untersuchung zeigte ein anderes Bild. Thank you.
damals Frau Trampe untersucht. Was haben Sie diagnostiziert? Ich habe damals bei der Kollegin Trampe eine Episkleritis diagnostiziert, die im Zusammenhang mit ihrer rheumatischen Erkrankung auftrat. Diese Episkleritis musste medikamentös behandelt werden mit Tropfen, Salben neben allgemeinen Medikamenten. Und da diese medikamentöse Behandlung am Auge örtlich das Sehvermögen beeinträchtigt, was im Widerspruch zu den Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz stand, sah ich mich gezwungen, die Kollegin Trampe für 12 Wochen auf einen Schonarbeitsplatz zu setzen. Katharina Trampe. 1968 hatte die ehemalige Kinderkrippenleiterin als Messkraft im Halbleiterwerk begonnen. Dieser Schritt sollte Grundstein für einen neuen beruflichen Werdegang sein. Lochkartenschreiberin, dann Montiererin und zuletzt bis zu dieser Augenuntersuchung in der Abteilung Endkontrolle tätig. Sie gehört zu den Alteingesessenen des Betriebes, Rosi Leuschner. 1963 Beginn im Halbleiterwerk, Facharbeiter als Elektromontierer 1967, dann Verpackungsabteilung. Eine Arbeit, die die ganze Frau fordert. Halle 3 des Halbleiterwerkes an einem Morgen um 8 Uhr. Betriebsbegehung. Anwesend der Sicherheitsinspektor, ein Vertreter der Gewerkschaft und der Betriebsarzt. Worum geht es bei einer solchen Betriebsbegehung? Da geht es zuerst um die Gewährleistung der arbeitsmedizinischen Betreuung. Da geht es um eine Kontrolle der ständigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen, also um den gesundheitsgerechten Einsatz des Werktätigen im Produktionsprozess. Meine Arbeit machte mir wirklich großen Spaß. Dann unser Kollektiv. Und plötzlich sollte man nicht mehr dazugehören. Das war keine schöne Zeit für mich. Selbst die Familie litt unter meinem Problem. Die Stimmung zu Hause, die Atmosphäre. Was sollte nun werden? Ich stellte mir damals oft diese Frage. Was geschieht in derartigen Fällen? Was geschah im Falle Leuschner? Staatlicher Leiter, Betriebsarzt und Gewerkschaft, sie traten zusammen, um über eine zumutbare andere Arbeitsmöglichkeit für die betroffene Kollegin zu beraten. So schreibt es auch das Arbeitsgesetzbuch vor. Eine Aktennotiz gibt Auskunft über diese Beratung. Und da heißt es, Zitat, unter den vorgeschlagenen Möglichkeiten entschied sich die Kollegin Leuschner für eine Arbeitsaufgabe in der Abteilung FEK. Gleiche Lohngruppe, 4-wöchige Einarbeitungszeit und so weiter und so fort. Unterschriften der Beteiligten. Zur Kenntnis genommen, Rosi Leuschner. Das alles ist lange her für mich. Entscheidend war wohl, dass ich damals wieder wunderbare Kollegen um mich hatte, die mir sehr halfen. Übrigens, die alten Bindungen sind niemals abgerissen. Wir sehen uns oft, meine alten Kollegen und ich. Ganz wichtig war für mich, und das ist heute genauso, dass ich eine Arbeit habe, die mich fordert. Ja, das vor allem. Frau Dr. May, bei der Kollegin Trampe stellte Ihr Kollege Antrag auf Schonarbeitsplatz. Welche medizinische Maßnahme steht hinter einer solchen Entscheidung? Schonarbeit wird immer dann vergeben, wenn der Arzt der Meinung ist, dass durch diese Schonarbeit als therapeutisches Mittel Arbeitsfähigkeit wiedererlangt wird. Der behandelnde Arzt hat die Möglichkeit, 12 Wochen Schonarbeit zu vergeben. Sollten diese 12 Wochen nicht reichen, dann kann er über die die Ärzteberatungskommission eine Verlängerung um 12 Wochen beantragen, sodass insgesamt 24 Wochen Schonarbeit für den Werktätigen zur Verfügung stehen. Diese Schonarbeit ist ohne materielle Verluste. Sie wird mit Betriebsleitung bzw. Abteilungsleiter und Gewerkschaftsvertreter und Betriebsarzt gemeinsam für den Werktätigen gefunden.
Welche Hilfe ist dabei eigentlich der Schonarbeitskatalog? Der Schonarbeitskatalog ist eine sehr große Hilfe, einesteils für den Arzt, dass er gleich entsprechend seiner medizinischen Forderung einen Arbeitsplatz anbietet, und zum anderen für den Abteilungsleiter, dass er sieht, welche Forderungen er an den Arbeitsplatz hinsichtlich der Schonarbeit stellen muss. Katharina Trampes Augenerkrankung brachte das Arbeitsgesetzbuch als gesetzliche Grundlage zur Anwendung. Zeitweiliger Arbeitswechsel des Arbeitsplatzes wegen vorübergehender Minderung der Arbeitsfähigkeit. Ich war niedergeschlagen. Man merkt dann in einer solchen Situation, was man eigentlich hatte. Versetzung hieß das. Irgendwohin, raus aus der gewohnten Umgebung. Das waren so meine ersten Gedanken damals. Das Gewohnte ist dann plötzlich, wie soll ich sagen, erstrebenswert. Die Kollegen, die Arbeit. Ich hatte ganz einfach Angst, das alles durch die Umsetzung zu verlieren. Kollege Maschke, Sie bekamen damals die ärztliche Empfehlung auf Schonarbeit für die Kollegin Trampe auf den Tisch. Wozu verpflichtet ein solcher Antrag den staatlichen Leiter? Generell ist der staatliche Leiter verpflichtet, die ärztliche Anweisung zu befolgen. Wir gehen hier bei uns im Betrieb davon aus, dass wir einen Katalog für die Schonarbeit zu verwenden haben. Und in Übereinstimmung zwischen dem Kollegen, seinen Möglichkeiten und Voraussetzungen, werden wir dann die Arbeit einordnen, wie sie im jeweiligen Arbeitsgebiet möglich ist. Wie wurde das damals bei der Kollegin Trampe gehandhabt? Welchen Arbeitsplatz haben Sie ihr zugewiesen? Wir haben uns damals darüber unterhalten, welche Möglichkeiten bei ihr vorhanden sind und welche notwendigen Arbeiten bei uns zu verrichten sind. Daraufhin haben wir festgestellt, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen alle Voraussetzungen besitzt, um eine Kontrollaufgabe zu übernehmen, die für uns von besonderer Bedeutung war. Schonarbeit. Für 24 Wochen arbeitete Katharina Trampe an diesem Arbeitsplatz. Ohne Lohneinbuße, das sei nochmals gesagt. Ich bin dann, das war kurz vor Ende der Schonarbeit, wieder dem Arzt vorgestellt worden. Ich war natürlich auch zwischenzeitlich in Behandlung. Ich erinnere mich noch genau. Dr. Buch untersuchte mich lange und sagte dann, dass ich nun wieder zurück könnte an meinen alten Arbeitsplatz, denn meine Augen seien wieder in Ordnung. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh ich war. Woran ich zurückblickend denke? Ich denke daran, wie viel für den Menschen getan wird. Hier, bei uns, auch für mich. Dass mir nicht geholfen würde? Nein. Auf diesen Gedanken wäre ich niemals gekommen. Niemals. Der Mensch wird geachtet in unserem Land. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Nicht nur einmal.